Tief, ganz tief im Berg lagert Kasim Kasanlev seine Vorräte. Denn hier ist es kalt, sogar im Sommer. Manche Produkte kann er hier bis zu 2 Jahre lagern, ohne dass sie verderben. Hier lagern wir Sonnenblumenöl, Fleischkonserven, Kartoffelchips. Das ist praktisch und viel billiger als eine teure Klimaanlage in einer Halle. Im Eiskeller herrschen selbst im Sommer normalerweise 15 Grad unter dem Gefrierpunkt. Doch selbst hier merkt Kasim, dass es in Nordsibirien auch unter der Erde immer wärmer wird. Hier hält die Natur die Dinge selbst kalt, im Permafrost. Jetzt haben wir den Keller extra mit Laken abgedeckt, um die Wärme abzuhalten. In diesem Jahr wurde es im Eiskeller 1 bis 2 Grad wärmer. Aber die Veränderung ist nicht kritisch, das geht schon. Aber wie lange noch? Eiskeller wie den von Kasim gibt es mehrere im Dorf Batagay. Die Versorgung des Ortes hängt von ihnen ab, erklärt Kasim. Einen Landweg hierher gibt es nur, wenn der Fluss gefroren ist. 4 Monate im Jahr dient der als Straße. Ungefähr von Januar bis April können wir die Winterwege für Lieferungen benutzen. Für Kasims 3 Läden kommt im Sommer einmal die Woche eine Lieferung per Flugzeug aus der regionalen Hauptstadt Jakutsk. Das ist teuer, aber notwendig. Bei minus 50 Grad Celsius im Winter bestimmt die Kälte in Batagay das Leben. Überall unter der Erde ist Permafrost, aber der ist empfindlich. Das zeigt dieser Abgrund nur einige Kilometer vom Dorf. Der Batagay-Krater ist der größte Permafrostkrater der Welt. 1 Kilometer breit, 100 Meter tief. Und er wächst. Der Krater entstand ursprünglich durch Waldrodung. Der vereiste Boden war damit nicht mehr von Bäumen geschützt. Heute ist er auch den immer weiter steigenden Temperaturen in der Arktis ausgesetzt. Der schmelzende Permafrost setzt einen Teufelskreis in Gang. Die organischen Substanzen in den Eisschichten zersetzen sich beim Auftauen. Dadurch kommen noch mehr Treibhausgase frei. Und das treibt die Erderwärmung voran. Die Prozesse, die wir beim Batagay-Krater beobachten, sehen wir überall, nur in einem kleineren Ausmaß. Das Eis schmilzt unter dem Boden, dann sackt der Boden in sich zusammen. Das passiert überall. Der Batagay-Krater ist das perfekte Beispiel dafür, dass man mit dem Permafrost nicht scherzen sollte. Aber der Ernst der Lage kommt bei den Menschen in der Region nur langsam an. Dabei sind die Zeichen deutlich. Das benachbarte Verkhajansk ist sonst einer der kältesten Orte der Welt. In diesem Sommer herrschten hier 38 Grad Celsius. So heiß war es noch nie. Weil die Häuser in Jakutien meist auf Pfählen im Eis stehen, könnten die Rekordtemperaturen die Fundamente des ganzen Ortes ins Wanken bringen. Wegen des schmelzenden Permafrosts könnten die Häuser hier zusammenbrechen. Sie stehen auf Stützen im Boden, genau wie alle öffentlichen Wasser-, Gas- und Kanalisationsnetzwerke. Wenn die in Bewegung geraten, könnte es zu Unfällen kommen. Es wird hier ganz viele Probleme wegen der Erderwärmung geben. Auch im Eiskeller von Kasim Kasanlev bewegt sich die Erde. Überall gibt es breite Risse wie diesen. Kasim schließt sie mit Wasser, das gefriert, und verstärkt die Wände mit Eisblöcken. Eis bewege sich immer. Mit der Erderwärmung hätten diese Risse nichts zu tun, sagt er. Doch selbst wenn, würden sich die Menschen hier anpassen. Auch ohne Eiskeller werden wir schon auskommen. Das ist nicht schlimm. Hoffen wir mal, dass alles gut geht. Für Kasim in seinem Eiskeller scheint der Klimawandel einfach noch viel zu weit weg. Und noch kennen viele Menschen hier nichts anderes als Kälte in den meisten Monaten des Jahres. Doch das ändert sich.